Moin, ich bin der Micha von Heinemann Jung. Ich habe ein Herrenbekleidungsgeschäft der 20er bis 50er Jahre in Eckernföhr und würde mich freuen, wenn ich mal vorbeikomme. So, damit ich das alle verstehen können, rede ich jetzt wieder in Hochdeutsch. Ich bin angefangen 2009, da habe ich auf den Hamburg Holidays den Fabian von Pike Brothers getroffen. Der ist mir aufgefallen, weil er so eine schöne Latzhose anhatte. Und zwar diese Denim-Latzhose 1935 mit dem sehr weiten Bein. Finde ich persönlich schöner oder ist angenehmer wie die schmalen Hosen. Habe ihn angesprochen, sag Mann, wo hast du die Hose her? Ja, ich habe hier einen Stand, sagt er, die kannst du bei mir bekommen. Sagt, das ist toll, dann können wir uns ja morgen treffen und dann hätte ich gern so eine Hose. Wir sind am nächsten Tag hin, nur war die Hose in meiner Größe leider nicht verfügbar. Und so bin ich auch, wie viele andere, bei mir mit der wunderschönen 37er Roma angefangen. Ich habe sie leider nicht so schön eingetragen wie meine Kollegen. Aber es ist eine ganz tolle Hose, auch mit Hosenträgerknöpfen. Also mir war es wichtig, um Träger zu haben, weil ich sie zum Motorradfahren nutzen wollte. Und die Hose ist dafür wunderbar geeignet. Viel, viel später, jetzt vor 4,5 Jahren, musste ich mich beruflich umstellen. Also sprich, ich bin aus dem Handwerk ausgeschieden und wollte irgendwie was anderes machen, was ein bisschen einfacher ist für mich, weil ich Rückenprobleme habe. Und habe mir gedacht, weißt du was, so einen Laden aufzumachen mit den Klamotten, die du sowieso immer schon trägst, das wäre echt was Tolles. Habe ich mich kurzerhand beim Fabian gemeldet, habe gesagt, Mensch, kannst du dich noch erinnern? Damals hat er gesagt, weißt du was, hast du vor, wo willst du hin? Ja, ich möchte gerne nach Eckernförde gehen, hier oben an die Küste. Der nächste Händler wäre es, oder ist 120 Kilometer entfernt, das ist der Sven vom Reidersohm. Wir würden uns wahrscheinlich nicht in die Quere kommen. Du musst da natürlich überlegen, hin und her. Ich habe auch nicht gleich einen Laden gehabt, aber wir kamen dann doch ganz gut zusammen. Und so bin ich vor 4,5 Jahren hier gestartet. Ich freue mich sehr, diese Location hier gefunden zu haben. Ja, das ist, bis jetzt bin ich super zufrieden. Ganz toll finde ich, dass die Kunden mittlerweile sich schon zusammengeschlossen haben, sich hier am Sonnabend treffen und so eine kleine Freundschaft entstanden ist. Also wir sind bis jetzt so um die 10 Leute. Sollte ja auch ein Name dazu, die nennen sich Büchsenbande. Büchsen kommt halt von Hosen, ist ja, ich bin so ein bisschen plattisch angehaucht, also wisst ihr auch über den Namen und so weiter. Freut mich sehr, dass die wirklich also jeden Sonnabend hier sind. Also ich sage wirklich jeden Sonnabend, also es ist wie im Sommer, wie im Winter auch. Stehen draußen zu frieren, haben Taschenofen in der Tasche, damit sie warme Hände kriegen. Also es ist schon wirklich toll. Ich zeige euch mal ein paar coole Teile von den Pike Brothers. Das ist die Latzhose, jetzt als 50er Jahre Version mit dem schmaleren Bein. Ich meinte damals die 35er, die ist ein bisschen weiter geschnitten, aber ist doch ein cooles Ding. Kann man zum Biken nehmen, kann man einfach so anziehen, T-Shirt drunter, wie man möchte. Also ist wirklich echt ein tolles Teil. Und da war ich so begeistert von, dass ich da auch prompt dann eben weitergemacht habe. Ich zeige euch jetzt noch mein Lieblingsteil von mir, das HBT-Set. Einmal die Hose und auch die Weste dazu. Also eine mega coole Kombination, das beides, finde ich. Das geht immer. Und darauf das Iwaki-Hemd. Ist auch schon ewig bei Pike Brothers im Programm. Finde ich einfach mega cool. Also ich bin so eher angehaucht auf die 20er bis 30er Jahre. Deswegen stehe ich da total drauf. Und viele sagen jetzt natürlich, ja, das ist mir zu viel gestreift. Oder Weste und Hose kann man auch einzeln tragen, ist kein Problem. Also wenn man jetzt sagt, die beispielsweise die Weste hier zu einer Jeans zu, T-Shirt drunter, geht alles, ist überhaupt gar kein Thema. Also wichtig ist mir hier im Laden eigentlich immer eine sehr individuelle Beratung. Schön wäre es, wenn man jetzt ein Set verkauft, sage ich mal, aus Weste, Hemd und Hose, dass man hinterher das auch so wieder tragen kann. Also nicht, dass man sich jetzt irgendwas kauft, beispielsweise für eine Hochzeit, hinterher hängt man das in den Schrank und das war's dann. Also ich finde es schon immer gut, wenn der Kunde sagt, Mensch, kann ich die Hose hinterher nochmal mit dem T-Shirt wieder kombinieren oder kann ich einfach die Weste einzeln tragen? Oder irgendwie so die Richtung. Ganz speziell stehe ich persönlich halt auf die 20er bis 30er Jahre. Alles andere, was danach kommt, alles wunderbar, alles schön. Aber so meine persönliche Linie ist halt durch die Oldtimerei und durchs Motorradfahren halt eher so, ja, Schwerpunkt, ich sag mal 30er Jahre. Versuche ich natürlich hier im Laden auch zu vermitteln. Also sprich, ich kaufe das natürlich auch gerne ein, was ich persönlich gut finde. Obwohl ich mich natürlich auch nach dem Kunden richte, ist ganz klar. Ich habe auch schmale Hosen hier, beispielsweise die 63er von Pike. Super tolle Hose, kann man überall zutragen. Einfach wird mit dem Gürtel getragen und dann ist man fertig. Da kann man auch eben drüber ziehen, was man möchte. Aber ich muss auch so ein bisschen natürlich auf die Kunden eingehen. Deswegen sage ich immer mal,
müsste man eigentlich nicht die ganze Bandbreite, aber kann man schon bis zu den 60er Jahren hingehen. Da gibt es eben die schmalen Modelle oder auch farbige Hosen, die dann vorgewaschen sind. Also nicht nur dieses Raw Denim halt. Das ist auch nicht für jedermann seine Sache.